Okay, ich soll zurück zu Prophet Velen. Mal gucken, was jetzt geschieht. Ich weiß schon, was geschieht. Es wird krass. Aquinius, der Erwählte des Lichts. Die schließen jetzt einfach die Portale. Cool. Nett. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert. Alter, wir haben ja richtig den Angriff hier zurückgeschlagen. Ja, ja. Ich fürchte, wir haben nur einen Moment. Rakish ist noch hier, irgendwo. Er muss gestoppt werden, wenn mein Volk wieder Frieden finden soll. Ich weiß, ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Und bringt bittere Kunde mit. In eurem Besitz befindet sich ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Verbrennt dämonische Ziele, tötet sie sofort und äschert ihre Leichname ein. Okay, Felin, you got badass. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Bitte sagt mir, was ihr mitgebracht habt. Wir haben nicht viel Zeit. Legt das mysteriöse lichtgebundene Objekt auf den Boden. Werdet ihr euch unserer Sache anschauen? Mutter des Lichts, es tut mir leid. Ich wusste nicht. Das hatte ich in meiner Tasche. Champion, wir müssen aufbrechen. Jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Aber bitte, beeilt euch. Ich bin bereit. Nicht alle, die umher. Seid ihr bereit, Urias vor Rakish zu retten und die Geheimnisse aufzudecken, die im Herz des Lichts bewahrt werden? Ich bin bereit, Velen. Werdet ihr was ihr mir da gebracht habt, nennt sich Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Sicher eingeschlossen in diesem Kern liegt Weisheit, Wissen. Unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Das ist der wahre Grund für die Invasion der Exodar durch die brennende Legion. Der letzte aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exodar. Zerstören sie, Oros, sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten sind eure Hervorsagen recht armselig. Ha, wenn man darauf einschlägt, ertönt Musik. Was für eine köstliche Kreatur. Ich werde mein das Licht genießen. Verflucht sei er! Ich führe uns zum Herzstück dieses Gefährts. Bleibt in meiner Schutzbarriere, während ich den Pfad Alter. Vom Makel der Dämonen befreie. Das sieht voll krass aus. Mein Gott, seit wann ist er so krass geworden? Also, er war schon immer krass, aber irgendwie hat er bisher nichts gemacht. Deine Fluganimation hätte ich aber noch ein bisschen cooler gemacht, so. Das sieht ein bisschen Platzhaltermodell-mäßig aus. Ein langer Weg nach unten. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Bei der glorreichen Gnade des Lichts. Ich werde Oros heilen. Dann wenden wir uns Rakish zu. Hochrennerei Rakish. Ihr habt verspielt, Rakish. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Ah, die unseligen Helden sind hier. Es scheint, ihr habt mich geschlagen, Velen.
Doch, bevor ich kapituliere und mich dem Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Sir, wir sollen ihn aufhalten. Oros stößt wehklagend Geheul aus, während er sich auflöst. Teufelsvernichter. Kann man wahrhaftig siegen, ohne je besiegt worden zu sein? Komm, stürzt Sterbliche. Wir greifen auf euer Zeichen hin an, Kiaska. Führt den Angriff an. Oh, hallo, Altrios. Habe ich nicht auf eine Mission geschickt? Entschuldigt unsere späte Ankunft, Rächerin. Die Dämonen haben unbedachterweise angegriffen, um uns den Weg zu verstellen. Und wir haben sie im Gegenzug dafür leiden lassen. Heute stirbt ihr. Im Anwesen meines Meisters glimmen die verbrannten Überresten tausender Welten. Ich bin hier, um euch euren Platz in den Ruinen von morgen zu sichern. Interessant. Shit, ich bin ja kein Trainer. Mann, momentan rede ich hier so immer. Ist jetzt Oros tot? Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Ich habe das nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich ein bisschen mich nicht spoilern lassen wollte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er ganz tot ist. Ich muss noch was machen. Erweitert. Interface. Aktionsleisten, Kontakte, Namen, Kamera. Genau. Das haben sie wieder verstellt. Aber Wellen halt ganz gut, das ist ein guter Heiler. Hier machen wir nochmal unseren Tupfer hin. Teufelsvernichter sieht aber cool aus. Ihr denkt, ich hab gewonnen? Ihr werdet erfahren, wie eine Niederlage schmeckt und wenn es mein Tod bedeutet. Von Argus kommt Verdammnis über euch. Schon bald hat der Vernichter genug Kraft, um die Energie eines kollabierten Sterns freizusetzen. Wo ihr stehen, wird nichts anderes als Asche übrig bleiben. Wir dürfen Rakish nicht töten! Haltet ein! Berlin kämpft weiter! Er hat uns keine Wahl gelassen, Berlin. Wenn wir die Maschine nicht zerstören, wird dieser Ort und die lebende Seele vernichtet werden. Berlin greift uns an? Dafuk? Das werdet ihr nicht tun, Berlin. Das könnt ihr nicht tun. Alter, Berlin greift uns an. Cool. Ich werde euch nicht angreifen, Bellen, aber ich werde euer... In meinen letzten Momenten werde ich eure Gesichter vor mir sehen. Als letzte quälende Erinnerung, bevor ich das Nichts eingehe. Ich heiße es willkommen. In meinen letzten wachen Momenten werde ich eure Gesichter vor mir sehen. Okay. Ihr habt mich gefragt, ob ich das vorhersah, mein Kind. Ich habe es gesehen. Doch was stimmt mit dem Propheten nicht? Habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Am Tag seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Eredar in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kyrieden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch. Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm,
Das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Bringer des Lichts. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Okay. Ah. Wir kamen so schnell wie konnten. Dem Licht sei Dank, ihr seid in Sicherheit, Prophet. Ich bin weder ein Prophet noch eine Puppe. Nicht mehr. Hat Romul überlebt? Gut, findet Romul. Großkonstruktor Romul ist noch am Leben. Wir kehren nach Hause zurück. Oh shit. Die Exoda hebt ab. Die Exoda fliegt zurück nach Argus. Und wird dort kämpfen. Wir kehren nach Hause zurück. Velen hat seinen Titel als Propheten abgelegt und ist nun Kämpfer, Erlöser, was auch immer. Und er wird den Krieg nach Argus bringen und dort was weiß ich machen. Cool. Endlich tut er mal was. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Bringer des Lichts. Kiljeden stahl das Kind von Velen und ließ Velen in dem Glauben, der Junge wäre tot. Dann hat er das Kind als Agenten der brennenden Legion aufgezogen, damit er seinen eigenen Vater ermordet. Dieser Bastard hat 13.000 Jahre auf seine Rache gewartet, nur weil Velen sich gegen Sargeras und die Legion gestellt hat. Der Pröger. Ein wahres Wort. Dass Velen nach allem, was ihm und seinem Volk widerfahren ist, solch eine Tragödie erleiden muss, es bricht mir das Herz. Ein solches Schicksal sollte auch der stärksten Glauben auf eine harte Probe stellen. Ach du Kacke. Ihr habt nicht um diese Bürde gebeten, aber das Schicksal hat es so gewollt. Thoralions düstere letzte Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ich fürchte um die Trainer und um meinen Freund Velen, aber ihr müsst stark bleiben, Kiaska. Für den Moment verbleibt das Herz des Lichts unter euren wachsamen Auge. Es gibt einen Ort auf Azeroth, dem ich die Sicherheit dieses Objektes anvertrauen würde. Eure Ordenshalle. Bringt es dorthin, Kiaska. Ich bleibe in Dalaran und sucht weiter nach Antworten. Es muss einen anderen Weg geben. Meine Ordenshalle ist nicht auf Azeroth, Wächter. Meine Ordenshalle ist im wirbelnden Nether. Krass. Das hat unglaublich viel Lore-Inhalt gehabt. Das heißt, der Sohn von... krass. Velen hatte einen Sohn. Dieser Sohn ist ein Eredar. Er hat uns angegriffen, damit wir ihn nicht töten. Also so wichtig muss ihm der gewesen sein. Krass. Krass. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und schreibt in die Kommentare, wie ihr gehandelt habt, hättet. Denn euer Sohn da wäre. Ich hätte wahrscheinlich den Typen auch angerufen. krass. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Auf jeden Fall etwas, was man im Kopf behalten sollte. Der Tag, an dem das Licht starb. Bürde des Lichts. Ihr müsst das Herz, das Licht hier ablegen. Eine Macht erwacht in eurem Herz des Lichts, als ihr es ablegt. Ihr verspürt neue Hoffnung. Okay. Findet eine der Säulen der Schöpfung, schließt das Herz, schaltet alle vier Farbvarianten eures ursprünglichen Artefaktvorlage frei und die letzten Meilensteine unserer Ordenskampagne, da müssen wir noch ein bisschen Dämonenblut sammeln. Bevor wir das machen können. Jetzt können wir sie auch in Blau und in Lila machen. Mach sie mal in Lila. Cool. Naja, wir sehen uns möglicherweise im nächsten Part und vielleicht auch, wenn Legion wieder draußen ist. Und bis denn, es war cool.